Sie sehr herzlich begrüßen im Namen des SK Rapid vor diesem Drittrundenspiel der UEFA Europa League gegen Viktoria Pilsen. Ich darf auch einen tschechischen Kollegen hier begrüßen. Unser Dolmetsch, der dann um 18.15 Uhr bei der Pressekonferenz von Viktoria Pilsen mehr im Einsatz sein wird, übersetzt dann direkt vor Ort. Ich darf bei mir am Podium begrüßen, neben dem Trainer Zoran Barisic, unseren Kapitän Steffen Hoffmann vor seinem 67. Europapokalspiel. Und gleich zuallererst ganz herzlich begrüßen unseren Andi Marek, der wie immer für die gesamte Organisation dieser Veranstaltung morgen verantwortlich zeichnet. Und den darf ich bitten, uns ein paar organisatorische Details zu sagen, Kartenvorverkauf etc. Und ich glaube, du hast auch spezielle Gäste eingeladen. Ja, einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Es geht morgen wieder in die Europa League. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel gegen Viktoria Pilsen. Der Stand des Kartenverkaufs, es sind bis jetzt zum Mittag 34.800, das Bau kommt erst, 34.800 Karten weg. Und jetzt kommt mein Versprecher, wir wünschen und hoffen, dass es so an die 38.000 werden. Also diese 36.2, die wir gegen Villarreal hatten, die werden wir morgen, wenn alles gut geht, übertreffen. Also 38.000 ist so eine realistische Zielsetzung, worüber wir uns sehr freuen. Aufgegliedert so, dass wir unsere Dreierabonnenten haben, das waren rund 29.000, und unsere Gäste aus Pilsen haben 2.500 Karten angefordert und die dürften ziemlich weg sein. Das erfahren wir heute, also ich glaube, da kriegen wir nichts mehr zurück. Der Gästesektor der F3 wird morgen voll sein. Was uns natürlich auch freut, wenn auch Gäste mit dabei sind. Leider war aus Spanien ja gar niemand dabei. Also so schaut es im Moment aus. Spielbeginn 21.05 Uhr. Das bedeutet, wir eröffnen das Stadion um 19.30 Uhr. Mit der großen Bitte auch immer wieder vielleicht in Ihrem Medium jetzt schon darauf hinweisen, dass die Fans rechtzeitig kommen sollen. Es ist dann doch eine große Anzahl und wir wollen, dass beim Anpfiff dann alle im Stadion sind und nicht dann vor den Eingängen sich noch einige tummeln müssen, weil es sich nicht ausgegangen ist. Es hat beim letzten Mal knapp geklappt, aber da war die Beginnzeit mit 19 Uhr schon eine schwierige. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, trotzdem rechtzeitig kommen. Der Peter hat es angesprochen, Gäste eingeladen. Es ist uns natürlich eine große Freude und Ehre, dass wir unsere ehemaligen tschechischen Spieler eingeladen haben und die auch alle mit dabei sein werden. An der Spitze natürlich angeführt das Feld von Tondo Antonin Panenka, der kommen wird. Es ist mit dabei der Marek Kinzel, ist mit dabei der René Wagner, die uns alle zugesagt haben, die kommen werden. Wir werden es auch aufs Spielfeld bitten, dann zu einem kurzen Interview und ein bisschen mit einer eben plaudern. Valachovic ist keine Zusage, ist aber kein tschechischer Spieler. Slowake. So gesehen, wir haben es auch alle eingeladen. Also es ist ja, der Witz, der hat lang gedauert, bis der jetzt irgendwie durchgedrungen ist. Nein, wir haben sie alle eingeladen, muss ich auch dazu sagen. Valachovic gibt es noch keine Zusage, aber die drei wissen wir mal, dass auf jeden Fall kommen. Ladi weiß es noch nicht. Also die Einladung ist auch an ihn gegangen und bei dem ist es halt ein bisschen schwierig. Wir würden uns freuen, aber der sagt, ja, komme, und dann am nächsten Tag sagt er, weiß ich noch nicht. Aber nein, auf jeden Fall, wir werden sie morgen, wer aller da ist, werden wir auf jeden Fall morgen am Spielfeld begrüßen. So, das war's von meiner Seite. Wenn es Fragen gibt, stehe ich dann nachher gerne zur Verfügung. Danke. Sage vielen Dank. Die Julia Kinas ist schon kurz aufgestanden. Vielleicht wollte ich wahrscheinlich sagen, René Wagner wird auch für Puls 4 im Einsatz sein, wie ich gelesen habe. So, dann kommen wir zum Sportlichen. Ich darf das Wort gleich dem Trainer geben. Ich nehme an, in deinem Sinne, wir blicken nicht zurück, sondern nur voraus. Europapokal immer was Besonderes. Bitte ein kleiner Ausblick auf das Spiel von deiner Seite und natürlich auch über die Personalsituation. Wir haben einen verletzungsbedingten Ausfall doch beim letzten Spiel gehabt. Ja, zwar mit dem Thanos Petzos haben wir ein Spiel austauschen müssen, verletzungsbedingt. Da müssen wir noch abwarten, den heutigen und morgigen Tag. Das werden wir uns noch offen halten, ob es sich ausgeht, tatsächlich oder nicht. Philipp Schobesberger, davon gehen wir aus, dass er
gesund wird und einsatzbereit ist. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Schrammel und Kuhn fallen weiter hinaus, genauso wie der Nutzi. Und die anderen Spieler stehen uns fit zur Verfügung. Ja, wir wissen, dass wir im letzten Spiel nicht allzu gute Leistung gebracht haben, aber wir haben das intern besprochen und haben uns auf das nächste Spiel einfach zu fokussieren. Und das findet morgen statt gegen Viktoria Pilsen in einem anderen Wettbewerb, in dem wir sehr gut gestartet sind. Aber es beginnt bei Null. Viktoria Pilsen ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine sehr routinierte Mannschaft, die auch einige Erfolge zu verzeichnen hatte in der Vergangenheit. Ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner, der ähnlich konzipiert ist wie wir. Vom Spielsystem her, von der Spielanlage her. Also es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, wo ich auch hoffe, dass wir dort anschließen können, wo wir aufgehört haben in Minsk und gegen Villarreal. Weil das wird notwendig sein, wenn wir morgen erfolgreich sein wollen. Brauchen wir einfach eine Topleistung gegen diesen Gegner. Vielen Dank, Steff. Darf auch dich bitten. Ich habe schon gesagt, 67. Europapokalspiel für Rapid. Der Rekord wird ausgebaut. Sehr treffsicher heuer. Trainer baut das Podium um, auch kein Problem. Danke. Danke. Dankeschön. Steff, darf dich bitten, aus deiner Sicht ein bisschen vorauszublicken, was erwartest du dir von dem Spiel? Wie schätzt du den Gegner ein? Und ja, wie hoch ist die Chance, dass du zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt 4 Europacup-Spiele hintereinander triffst? Ja, ich schätze den Gegner als sehr gut ein. Es ist eine richtig gute Mannschaft. Sie sind mit vielen erfahrenen Spielern in ihren Reihen sehr gefährlich für uns. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir wirklich eine Top-Leistung bringen und uns der 12. Mann unterstützt, wie er das immer macht, dann haben wir morgen auch die Möglichkeit zu gewinnen. Und das wäre natürlich ein richtig großer Schritt Richtung Überwintern. Sage mal danke, darf dann um die Fragerunde bitten, traditionell den Kollegen Christian Hackl um Frage Nummer 1 bitten. Zocke, ist dieses dichte Programm, jetzt kommt ja wirklich in den nächsten 10 Tagen, sind ja wirklich 4 wahnsinnig wichtige Spiele. Ist es positiv, weil man gar nicht drüber nachdenken kann, warum es in letzter Zeit nicht rennt, was ist da los? Ist das ganz einfach vielleicht sehr hilfreich, dass jetzt gerade so große Aufgaben und so starke Gegner kommen? Hilfreich oder nicht, im Grunde genommen haben wir sehr über einen sehr langen Zeitraum darauf hingearbeitet, dass wir diese Spiele auch bekommen. Wir haben uns das verdient und wir wollten diese Spiele, wir wollten viele Spiele haben im Herbst. Und das hat sich die Mannschaft wirklich sehr, sehr hart erarbeitet, aber auch verdient. Und deshalb glaube ich auch, dass es für die Spieler schöner ist, wenn du alle 2, 3, 4 Tage ein Spiel hast, als eine Woche lang zu trainieren auf ein Spiel hin. Deshalb gehe ich davon aus, dass es schon für uns positiv ist, so viele Spiele zu haben. Schlüsselspieler von Viktoria, wo muss man besonders aufpassen? Wie muss man da ausgehen? Ja, vor allem die Offensivabteilung ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Sie sind sehr flexibel, sind technisch gut, haben sehr viele schnelle Spieler, haben Spieler, die wirklich gute Lösungen finden, auch im Offensivspiel. In der Defensive ist es so, dass sie natürlich darauf bedacht sind, dass die Restverteidigung immer so gut steht, dass sie die Konter des Gegners unterbinden wollen. Also wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die ziemlich, ziemlich komplett aufgestellt ist, über sehr viel Erfahrung verfügt und enorme Qualität verfügt, obwohl der Name Viktoria Pilsen jetzt nicht unbedingt für die breite Öffentlichkeit der attraktivste Gegner ist, vom Namen her, aber wir wissen um die Stärke dieses Gegners Bescheid und wollen aber trotzdem versuchen, unser Spiel gegen sie durchzuziehen. Wir wollen trotzdem agieren, offensiv auftreten, auch unseren Fans etwas bieten. Mit ihnen im Rücken ist natürlich alles möglich. Dankeschön, bitte Julia. Ich knüpfe nochmal an die Frage an von Christian. Diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung ist sozusagen dann nur eine Ausrede, auch eine mediale Ausrede, dann oft auch vielleicht an den Steffen die Frage als Spieler. Ja, ich glaube nicht, dass irgendein Spieler von uns sich beschwert hat, dass wir so viele Spieler haben.
sondern das wird, wenn dann von außen reingetragen, wie der Trainer gesagt hat, wir wollen ja da unbedingt mitspielen. Jeder Spieler in Österreich möchte da mitspielen. Und deswegen werden wir uns sicher nicht beschweren über das ein oder andere Spiel, das wir jetzt mehr haben. Und ja, freuen uns einfach auf jedes Spiel. Und es ist ja eine tolle Sache, da morgen zu spielen gegen Pilsen. Bitte, Jule, dann geht das Mikrofon an den Peter weiterreichen. Danke. Sag ich nur zum Thema Schlüsselspieler. Wie sehr zu denen der Herr Prochazka weh? Ich glaube, das wird der gegnerische Trainer dann bei seiner Pressekonferenz besser beantworten können als ich. Er ist ein wichtiger Spieler, aber statt ihm wird halt ein anderer spielen. Aber dass er ein wichtiger Spieler für sie ist, wissen wir. Aber ich glaube, dass sie diesen einen Spieler ganz gut kompensieren können. Du bist keiner, der was auf Statistiken gibt. Das heißt immer nur, das nächste Spiel ist wichtig. Aber hängt nicht jetzt an diesen 4 Tagen für Rapid sehr viel von Donnerstag bis Sonntag? Es hängt immer sehr viel an Rapid. Immer. Ja. Wir haben tolle Spiele vor der Brust. Wir haben jetzt Europa League Spiel gegen Pilsen, wir haben dann am Sonntag in weiterer Folge das Derby, worüber wir jetzt nicht reden sollen und so weiter und so fort. Wir haben einige Heimspiele zu bestreiten in nächster Zeit, aber wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf das morgige Spiel. Da werden wir alles rausklopfen, was wir haben, was in uns steckt. Wir werden alles geben, das kann ich jetzt schon versprechen, wir werden alles geben, um dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten. Und nur dem gilt unsere volle Aufmerksamkeit. Danke sehr. Bitte schön um weitere Wortmeldungen. Bitte einfach, Julia, noch. Jawohl, wunderbar, zum Kollegen. Frage an den Steffen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese Serie auszubauen, erstmals 3 Spiele in der Europa League hintereinander zu gewinnen, dann den Ausblick auch vielleicht schon ein bisschen aufs Frühjahr zu haben. Wie geht die Mannschaft mit dieser Situation um? So einer Luxussituation, würde ich fast schon sagen, weil eigentlich kennt man das ja aus vergangenen Europa League-Saisons in dieser Form nicht. Und das ist richtig, so sind wir noch nie gestartet, aber wir wissen natürlich auch, dass wir schon noch einige Punkte brauchen, um nächstes Jahr auch noch dabei zu sein. Und da wird gerade das morgige Spiel gegen Pilsen, die wahrscheinlich mit uns um den 2. Aufstiegsplatz kämpfen werden, wird wahrscheinlich das entscheidende Spiel sein oder eines der beiden entscheidenden Spiele. Und deswegen sind wir da schon voller Vorfreude auf das Spiel, aber auch mit sehr viel Konzentration Richtung morgiges Spiel unterwegs. Dankeschön. Es gibt eine Nachfrage, ansonsten bitte ich nur zum Kollegen Alex Huber zu reichen. Zocki, von dem, was du gesagt hast und was auch die tschechischen Experten meinen, spielt Pilsen sehr ähnlich wie Rapid. Gibt es sowas eigentlich in der österreichischen Liga auch oder wird es zum ersten Mal ein Duell mit jemandem, der so spielt, wie man eigentlich selbst spielen will? In Österreich gibt es, glaube ich, nicht so viele Mannschaften, die so konzipiert sind wie wir von der Spielanlage her. Wie gesagt, es gibt Red Bull Salzburg, die sind, das habe ich immer schon gesagt, über alle zu stellen, aber die haben eine komplett andere Spielanlage als wir. Dann gibt es die Austria, die auch versucht, offensiv aufzutreten, immer wieder zu agieren. Haben ähnliche Spielelemente drinnen wie wir und ansonsten sehe ich in der österreichischen Liga keinen Gegner, der so ausgerichtet ist wie wir. Und ja, wie gesagt, es wird ein interessantes Spiel. Es spielen 2 Mannschaften gegeneinander, die nicht nur ähnliches System spielen, sondern auch von der Spielanlage her ähnlich konzipiert sind. Und ja, wird interessant zu sein, zu beobachten, wer dann im Endeffekt bessere Lösungen finden wird im Spiel selbst. Alex, noch eine Nachfrage? Ja. Bitte. Wenn das alles so ähnlich ist, wie rechnest du, was bedeutet das für das Spiel? Geht es dann eher hin und her oder kann es auch sein, dass ihr euch lange Zeit neutralisiert, bis dann zum Beispiel eine Standardsituation entscheidet? Es kann alles passieren. Aber jetzt vorher das Spiel zu analysieren, ohne dass es stattgefunden hat, glaube ich, macht jetzt wenig Sinn. Auch Standardsituationen gehören zu den Phasen des Spiels dazu. Da muss man natürlich auch höllisch aufpassen, weil das ja auch einer ihrer Stärken ist, genauso wie es bei uns der Fall ist. Und
Ja, wir spielen zu Hause und wir wollen schon so spielen zu Hause, wie wir es meistens getan haben in letzter Zeit. Dankeschön. Im heutigen Zurück in die Zukunft, da hätte man eigentlich schon geglaubt, dass du ein bisschen das morgige Spiel analysierst, aber wird doch nichts. Alex, kannst du bitte um zwei Reihen nach hinten geben zum Martin Lang? Danke. Herr Cheftrainer, wieso hatten Rapid in den letzten Spielen Probleme, dass die Stürmer aus dem Spiel heraus Tore schießen? Also nicht aus Standardsituationen, sondern einfach aus dem Spiel heraus. Ja, das ist ein Punkt, der nicht nur unsere Stürmer beschäftigt, sondern das ist ein Punkt, der uns als Team beschäftigt, weil es ist ja so, dass die Stürmer abhängig sind von den Mitspielern. Die müssen auch gefüttert werden und ja, wir müssen wieder dorthin kommen, dass wir mehr Chancen kreieren und die Stürmer besser in Szene setzen, beziehungsweise bei Mate Jelic ist es so, dass er erst seit kurzem bei uns ist und betont es immer wieder, die Eingewöhnungszeit ist noch immer nicht beendet, weil es dauert, bis er adaptiert, bis er sich selbst adaptiert an unser Spiel, um dann auch seine Stärken der Mannschaft zur Verfügung zu stellen. Aber generell ist es so, dass es uns im Prinzip egal ist, wer die Tore schießt. Wichtig ist, dass wir sie erzielen und dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Das steht an oberster Stelle. Und wer dann im Endeffekt trifft, ist uns allen miteinander egal. Bitte, Martin. Denn die letzten Spiele zeigen eher, dass es meistens nur zu einem Tor reicht. Könnte es morgen auch dazu reichen und reicht es dann? Dazu bedarf es auch einer guten defensiven Arbeit der gesamten Mannschaft, dass man kein Tor bekommt. Wenn wir eins schießen, kann es dann reichen. Ja. Wie gesagt, wir wollen alle gemeinsam miteinander erfolgreich sein. Wir wollen nicht nur guten Fußball bieten, wir wollen uns nicht nur weiterentwickeln, wir wollen nicht nur jetzt immer besser und besser werden, sondern wir wollen natürlich auch gemeinsam erfolgreich sein. Und morgen haben wir wieder die nächste Chance, uns zu beweisen, dass wir ein gutes Team sind und dass wir erfolgreich Fußball spielen können. Danke, Martin. Wenn es keine Nachfrage mehr gibt, dann bitte Mikrofon wieder nach vorne zu reichen zum Kollegen Peter Linden. Danke sehr. Noch zum Stürmerthema. Der Rosenig hat hier gegen Villarreal vielleicht einer seiner besten Spieler gemacht. War auch in Wolfsberg für mich lebendiger als der Jelic vorher. Ist der wieder in deinem Kopf drinnen? Der ist definitiv wieder in meinem Kopf drinnen. Danke sehr. Bitte, Johannes. Wie hat sich die Mannschaft jetzt nach dieser Niederlage in Wolfsberg in der Trainingswoche präsentiert? Hat man da ganz normal zum Tagesgeschäft wieder übergehen können? Wie waren die Trainingstage? An mich? Ja. Es ist ja so, dass wir am Sonntag gespielt haben, am Donnerstag bereits wieder spielen. Heute findet das Abschlusstraining statt und dass wir bereits am Montag das Spiel gegen den WRC durchbesprochen haben, aber auch damit abgeschlossen haben. Ja. Und um uns voll zu konzentrieren auf das morgige Spiel, das ganz, ganz wichtig ist für uns. Aber es ist schon so gewesen, dass wir das aufgearbeitet haben, dass wir das gemeinsam analysiert haben und dass wir auch sehr viele Themen angesprochen haben. In weiterer Folge hat die Mannschaft so trainiert, wie immer, ja, so wie wir Trainer uns das auch vorstellen, weil da kann ich der Mannschaft nie einen Vorwurf machen, dass sie schlecht trainiert oder dass einer sie fallen lässt oder dass irgendwas nicht funktioniert im Training. Das Gegenteil ist der Fall. Und wie gesagt, es ist alles ganz normal gewesen und heute haben wir ein neues Abschlusstraining. Dann sind wir kaserniert, werden morgen noch einmal aktivieren am Vormittag und am Abend werden wir dann ja, Fußball spielen. Wunderbar. Darf ich bitten, das Mikrofon noch einmal zwei Reihen nach hinten, dann ganz nach vorne bitte. Abschlusstraining war genannt, Andi, Zugang am besten heute hier, Treffpunkt Medienzentrum oder? Abschlusstraining des SK Rapid ist um 17 Uhr. Bitte der Zugang ganz normal über den Medienzentrum Eingang. Von hier werden dann
alle, die Interesse haben, dabei zu sein, auf das Spielfeld begleitet. Eine Viertelstunde ist öffentlich, also von 17 bis 17.15. Es können dann die Medienvertreter, wenn sie sagen, sie wollen da bleiben, natürlich gleich hier drinnen bleiben. Um 18.15 Uhr Pressekonferenz von Pilsen, dann um 19 Uhr Trainingsbeginn, wieder eine Viertelstunde, gehen wir wieder von hier zum Spielfeld, 19 bis 19.15 die Möglichkeit, am Spielfeld dabei zu sein beim Training und dann wieder hier zurück und dann können Sie hier noch ruhig bleiben bis 21 Uhr. Dankeschön. Johannes, darf ich bitten, im Anschluss, wenn es keine Nachfrage gibt, dann das Mikro gleich nach vorne, die erste Reihe zu reden. Beim Daniel A. hat man jetzt in Wolfsburg wieder gemerkt, er ist bestenfalls ein Schatten von dem, was er mal früher war. Ist es bei dem ein Kopfproblem oder woran liegt es, dass er nicht wirklich in Schwung kommt? Der Danny hat sich diesen Einsatz verdient aufgrund dessen, weil er in den letzten Wochen sehr gut trainiert hat und wir haben uns natürlich sehr viel erwartet, auch von ihm. Leider hat er das nicht bringen können, was er bringen kann im Normalfall. Es ist natürlich auch so, das muss man auch bedenken, dass er zwei Tage davor Papa geworden ist und ja, dass da auch vielleicht sehr viel Energie verloren gegangen ist, weil es ist auch das erste Mal, dass ihm das passiert ist. Passiert. Und ja, er ist ja Papa geworden. Ich habe ja gesagt, er ist Papa geworden. Und er hat ja seiner Frau einen Daumen gehalten, dass ja alles gut geht und hat vielleicht auch schlecht geschlafen. Aber nein, das jetzt nur auf den Danny zu projizieren, wäre sehr, sehr unfair ihm gegenüber. Wir haben im Kollektiv nicht gut genug gespielt einfach und wir müssen halt leider Gottes akzeptieren, dass der WRC an dem Tag besser war als wir und schließt aber alle Spieler mit ein, nicht nur den Danny. Bitte Nachfrage. Aber beim Danny Allah, also wenn man sich die Videos zum Beispiel von früher anschaut, ist ein Spieler mit einer Leichtigkeit, der eine Eleganz, der getroffen hat, nach Belieben. Wo ist das hin bei dem? Ich meine, natürlich verletzt, aber... Ja, das, aber wenn du ein Best-of-Video von mir zusammenschneidest, kannst du mir wahrscheinlich immer noch verkaufen. Ja. Ja, was auch immer. Schwarz-Weiß-Video. VHS-Kassetten. Okay, nein, es ist natürlich so, dass der Danny zwar sehr, sehr schwere Verletzungen erlitten hat und der Danny ist ein sehr sensibler Mensch, der grübelt da sehr, sehr viel nach, hat natürlich seine Qualitäten, die hat er sehr oft unter Beweis gestellt. Wir hoffen natürlich, dass es wieder hinkommt, dass er seine Qualitäten für uns unter Beweis stellen kann. Mehr als arbeiten können wir nicht. Für ihn ist ganz wichtig, dass er den Glauben an sich selber nie verliert, ne, dass er ständig weiter und härter an sich weiterarbeitet, um dann, wenn es dann wieder mal passiert, dass er für uns super Leistungen bringt, dass er die dann nachhaltig wiederholen kann. Danke, Johannes. Wir bitten, das Mikrofon ganz nach vorne in die erste Reihe zum Kollegen zu reichen. Dankeschön, bitte sehr. Frage wird noch übersetzt. Es gibt eine Frage hier von der tschechischen Presseagentur, Dusan David Schwab, und er fragt, warum ist es so, dass in Österreich in der letzten Zeit keine tschechischen Spieler spielen? Keine? Keine tschechischen Spieler, tschechischen, aus der Tschechischen Republik. Ob es an der immer höheren Qualität der österreichischen Liga liegt oder, und die zweite Frage war, ob es Spieler gibt in der tschechischen Liga, die ihr verfolgt oder ihr sozusagen. Ja, erst einmal vorweg. Tschechien, Slowakei, Ex-Länder, also Länder aus dem Ex-Balkan sind schon Länder, also sind sehr viele Spieler dabei, die für die österreichische Liga in Frage kommen. Warum jetzt explizit wir keine tschechischen Spieler in der Liga haben, kann ich nicht beantworten. Vielleicht deshalb, weil die tschechischen Spieler für österreichische Vereine im Moment noch zu teuer sind. Zweite Frage, ob es Spieler gibt, die quasi du oder Rapid verfolgt, das potenzielle. Ja, es gibt definitiv Spieler,
die unsere Scouting-Abteilung beobachtet, die in der tschechischen Liga spielen. Die Namen zur großen Überraschung wird der Trainer eher nicht nennen. Gibt es noch eine Nachfrage von Ihnen? Gerade, ich habe es ihm nicht gedolmetscht sofort, aber er hat es gefragt, ob ihr das Gefühl habt, dass die beiden Teams, Pilsen und Rapid, ob die so ähnliches Spiel haben. Aber ich werde es ihm nachher nochmal erklären, ja. Weil das habt ihr am Anfang mal schon gesagt. Ja, haben wir schon vorher gesagt. Ja, aber jetzt, wie gesagt, der hat es noch nicht übersetzt. Ich habe es nicht gehört. Ähnliche Spielanlage, wobei man sagen muss, dass Viktoria Pilsen erfahrenere Spieler hat als wir. Alles klar. Danke. Bitte sehr, darf herzlich um weitere Fragen bitten. Die beiden Herren haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu viel, weil es dann noch eine Besprechung am Programm steht. Der Herr Hackl, keine Nachfrage, das ist ausgesprochen. Wer? Feld ist nicht fit. Bitte sehr, meine Damen und Herren, gibt es weitere Fragen an die? Jetzt muss ich wieder bitten, ganz nach hinten das Mikrofon zu reichen an die Kollegin, bitte schön. Guten Tag. Frage an den Herrn Barisic. Sie haben ja gegen den WRC nach dem Spiel gemeint, mit der Einstellung wird man nicht gewinnen können. Wie schaut es denn mit der Motivation aus? Ist die sowieso höher gegen so ein Spitzenteam als gegen den Tabellenletzten oder ist die in Wirklichkeit immer gleich? Jetzt bin ich etwas irritiert. Habe ich das wirklich so gesagt, 1:1, dass man mit der Einstellung nicht gewinnen kann? Weiß ich jetzt nicht. Mit der Leistung vielleicht. Mit der Leistung, okay. Mit der Leistung. Okay, ich glaube mit der Leistung, aber okay. Wir müssen auf 100% sein, ja, physisch und psychisch auf 100% sein. Und ich glaube, dass die Spieler schon 100% motiviert in das Spiel gegen Viktoria Pilsen reingehen werden, weil sie sind ganz gut gestartet, aber nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns noch einmal abzusetzen. Und diese Möglichkeit besteht. Und ich gehe davon aus, dass jeder einzelne Spieler alles geben wird, um diese Chance auch wahrzunehmen. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Motivationsprobleme geben wird. Alles klar. Bitte schön. Weitere Fragen von eurer Seite, Ihrer Seite? Gut. Nachdem wir jetzt wissen, dass auch Kollege Hackl voll motiviert zum morgigen Spiel kommt, können wir wahrscheinlich guten Gewissen schließen. Vielen Dank fürs Interesse. Die weiteren Termine wurden ohnehin schon gesagt. Danke, bis morgen. Dankeschön.